Politischer Paukenschlag in Wien. Nach dem Rückzug von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz aus der Politik hat auch dessen Nachfolger als Regierungschef Alexander Schallenberg seinen Rücktritt angekündigt. Er werde zurücktreten, sobald parteiintern die entsprechenden Weichenstellungen vorgenommen seien, erklärt Schallenberg in Wien. Schallenberg sprach sich dafür aus, dass künftig wieder der Parteivorsitzende der konservativen ÖVP auch die Regierung führe. Der frühere Außenminister war am 11. Oktober zum Regierungschef ernannt worden, nachdem Kurz wegen Korruptionsermittlungen zurückgetreten war. Am Donnerstag verkündete Kurz seinen Rückzug aus der Politik. In den Korruptionsermittlungen geht es um den Vorwurf, Kurz' Team habe dessen Aufstieg seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte positive Medienberichte befördert. Im Gegenzug sollen hohe Summen, darunter auch Steuergelder, für Anzeigen geflossen sein.